Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Build Wars Video. Heute mit meinem Hybrid-Ingi. Ein Bild, das ich eigentlich hauptsächlich Roaming im WVW spiele. Besonders wenn mal wieder Gunnar mit seinen total tollen Dieben auf uns einbloppt. Also eins muss man ja sagen, Gunnar und Dieben, also das ist... Die wissen einfach, wie man spielt. Aber das sind halt auch richtige WVW-Spieler. Das ist halt, ich als PvE-Nappel habe da halt nichts zu sagen. Aber mit diesem Ingi kam ich da bis jetzt immer sehr gut klar. Allerdings läuft jetzt gerade bei uns im WVW nicht sonderlich viel rum, sodass ich euch wahrscheinlich niemanden präsentieren kann, gegen den ich mich mal im 101 prügeln kann. Ich gucke mir das noch an. Vielleicht finde ich ja was. Schauen wir uns mal kurz das Bild an. Das spielt mit der Elixierkanone, vor allen Dingen auch hauptsächlich mit der Elixierkanone. Da werden wir viel mit der Auto-Attack leisten können, was man sich gar nicht so denkt. Die Elixierkanone ist ein ziemlich vielseitig einsetzbarer Gegenstand, der einen halt auch noch hochheilen kann, Expo-Finisher beschert und die Möglichkeit gibt, den Gegner zu vergiften, zu verkrüppeln, sich selber Eile zu geben. Und wir haben recht defensive Hilfsfähigkeiten noch mit dabei. Die Schleimspur, die man halt nutzen kann, wenn ein Gegner im Nahkampf an einen reinkommt, dass die Person halt permanent auf die Nase fliegt beziehungsweise einen auch nicht angreifen kann, weil er halt, soll ich sagen, die Beine nicht wieder auf den Boden bekommt. Das Elixier S, mit dem wir einen Stunbreaker dabei haben, was uns allerdings auch noch ja, winzig klein macht und unverwundbar. Wir haben dadurch auch das Elixier S mit in unserer Hand, das uns halt, wenn wir es auf uns werfen oder auf Verbündete, unsichtbar macht. Das ist noch ganz nützlich. Und auch nochmal ein Stunbreaker, den ich deswegen hauptsächlich als Stunbreaker benutze, weil es nicht viel kostet und schnell wieder aufgeladen ist. Das ist die Supergeschwindigkeit, die wir halt durch unsere Schleimspur dabei haben. Durch die Elixierkanone haben wir noch heilender Nebel dabei. Das ist ebenfalls nochmal Betäubungsbrecher, der uns dann auch noch Regeneration gibt. Mit ganz guter Heilung, es ist akzeptabel, trifft halt auch noch Ziel um uns herum. Und dann haben wir noch, dadurch, dass wir als Heilfähigkeit den ja, Ingenieursturm mitnehmen, haben wir hier noch einen regenerierenden Nebel, der auch noch ein Wasserfeld ist, das wir auslösen können. Mit unserem Schild zum Beispiel, das hat man gerade gesehen, das ist ein kleines Wasserfeld, das kommt, unser Schild. Wenn wir blocken mit dem Schild, dann reflektieren wir Projektile. Und wenn wir das Schild aktivieren, dann ist das ein Combo-Abschluss-Explosion, das der Gegner zurückschlägt. Aber halt auch in einem Wasserfeld benutzt halt ein Combo in der Explosion, ne? Genauso wie halt der heilende Turm. Wenn er da steht, Regeneration verleiht. Wenn wir ihn aktivieren, ein Wasserfeld gibt. Da. Puff, ja. Und wenn wir dieses Wasserfeld einsetzen und den Turm mit der F1-Fähigkeit gleichzeitig kaputt machen, dann gibt es halt auch nochmal ein Explosionsende. Also da haben wir dann nochmal die Möglichkeit, Combo-Ende Explosion zu nutzen, um uns halt mit unserem Türmchen wieder hochzuheilen. Also quasi so. Ganz schnell. Also setzen, aktivieren, zerstören. Und wenn wir keine starke Heilung brauchen, sondern nur kurzen Heilbuff, dann setzen, aktivieren, mitnehmen. Das geht auch. Dann ist der wieder schneller einsatzbereit, als wenn wir ihn kaputt machen. So, nur mal um die Fähigkeiten drauf zuzukommen. Ne? Hier der Fragmentierschuss. Ja, das hat halt so eine am Ende einen explodierenden Schuss. Damit trifft man auch im Bereich ziemlich stark noch Gegner, gerade so an Mauern im WVW, an die man sonst nicht rankommt. Wird ja auch überarbeitet, diese Pistolenschüsse mit der Pistolenmechanik und der Explosionsmechanik im uns irgendwann erwartenden riesengroßen Feature-Update, was unsere Klassen angeht. Dann gibt es ja keine Eigenschaften mehr, nur noch Spezialisierungen. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, dann guckt die Points of Interest, lest die Webseite von Guild Wars 2 und wenn ihr da im Deutsch noch mehr Core-Informationen braucht, geht auf guildnews.de, da gibt es auch noch viele Infos. Das hier macht halt Blutung, hat nicht so eine hohe Reichweite, aber hey, trifft 5 Ziele. Aber die sich zersplittert. Splitterbombe nennt sich das. Gift, Pfeilsalve. Piu, 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 piu. Ja, Gift auf dem Gegner ist nicht übel. Insgesamt 5 Pfeile, die wir aus unserer Pistole schießen. Dann haben wir noch einen Konfusionsschuss, prallt ja, 4-mal ab, soll heißen, wir treffen mehrere Gegner, die geblendet werden und Konfusion erhalten. Hat auch eine ganz gute Wiederaufladezeit. Und wie gesagt, hier das Magnetschild. Reflektieren, 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 aktivieren! Und dann kann man Gegner damit wegschleudern. Ähnlich ist es mit dem Statikschild. Der Schild wird quasi statisch aufgeladen, damit wir ihn auf Gegner werfen können. Wir können damit auch blocken. Wenn wir getroffen werden, während wir blocken, betäuben wir nahe Gegner. Wenn wir nicht getroffen werden und die Möglichkeit haben, das Ding zu werfen, hui, dann treffen wir in der Reihe, in der dieser Schild fliegt, die Gegner. 5 Gegner können getroffen werden und die werden dann benommen gemacht. Also es ist quasi nochmal die Möglichkeit, den Gegner zu unterbrechen.
Die Elixierkanone. Auto-Attack, Blutung und Schwäche. Der Schaden ist nicht so hoch. Aber wenn ihr euch anschaut, der Schaden von der Pistole ist auch nicht sonderlich gut. Ist halt ein bisschen hybridmäßig, Zustandsschaden. Wir machen mit der Auto-Attack mit den richtigen Einstellungen durchaus auch schon mal 1000er-Crits. Das ist völlig in Ordnung dafür, dass das Ding noch nebenbei Blutung aufträgt. Nicht schlecht, Blutung und Schwäche. Der Gegner macht Patzer damit. Und das ist ziemlich, ziemlich stark, wenn wir dauerhaft den Fokus auf einen Gegner halten können. Der kann auch im Piu-Piu, weil die nicht mehr so viel Schaden machen, weil er einfach 50% weniger trifft. Elixier F, schießt man auf den Gegner. Das bounzt da ab, prallt ab. Wenn es einen selber trifft, bekommt man Eile. Wenn es den Gegner trifft, bekommt er Verkrüppelung. Wir können unsere Freunde damit buffen und Schaden machen. Tut das Ding auch noch. Schwefel, ziemlich starker Angriff. Ist so ein Bereich. Bubu. Nicht so oft einsatzbereit. Verteilt aber gut Vergiftung und Verwundbarkeit auf den Gegner. Das sind sehr, sehr starke Zustände, weil verringerte Heilwirksamkeit, also gerade bei vielen Gegnern, gerade bei Dieben im WoW, ziemlich wichtig ist, so oft wie es geht, nur Gift auftragen zu können. Verwundbarkeit, gut, manchmal 5% mehr Schaden. Ja, ist okay. Säurebombe, sehr, sehr, sehr interessante Fähigkeit. Sein stationäres Feld, das, warte, ich demonstriere es, wo ich liegen gelassen wird und uns wegkatapultiert. Und wer da drin stehen bleibt, kriegt ordentlich au. Und es ist Combo-Ende Explosion und es kann nicht geblockt werden. Sehr schön in Kombination mit dem Super-Elixier. Verschießt eine Elixierkugel, die beim Aufprall Verbündete heilt und ein Gebiet stetiger Regeneration schafft. Das will man, wenn es geht, auf sich draufballern. Hoff. Weil es einen heilt und weil wir hier drin Regeneration bekommen. Und jetzt können wir noch unsere Säurefelder reinballern und haben damit ein Combo-Ende Explosion auf dem Lichtfeld. Soll heißen, wir kriegen ein bisschen Vergeltung. Es hält nur ganz kurz, aber ist besser als gar nichts. Es ist auch ganz sinnvoll, sich zum Hochheilen, sich schnell das Feld unter sich zu werfen und dann mit der Säurebombe da raus zu katapultieren und dann wieder mit der Autotech auf den Gegner zu ballern. Jo, wie ist das Ganze geskillt? Sehr hybridig. Wir spielen himmlisch. Göttlichkeitsrunen und himmlische Rüstung. Das gleiche gilt auch für unsere Amulette, Accessoires, für unseren Schmuck. Damit kommen wir dann auf ein recht gut ausbalanciertes Bild. Wir machen nämlich mit beidem Schaden, sowohl mit unserem Direktangriffen als auch mit unseren Zuständen. Die Waffen habe ich dafür überhaupt nie angepasst. Da habe ich das genommen, was ich früher aus alten Builds hatte. Zähigkeit, Vitalität, Zustand, überlegenes Sigil der Explosion, 6% mehr Zustandsschaden. Und Kraft, Vitalität, Zustand, überlegenes Sigil der Verdorbenheit. Sinnvoll wäre da wahrscheinlich auch, das beides himmlisch zu nehmen oder dann komplett grausam, damit man noch ein bisschen Zähigkeit wieder dazu kriegt. Aber ich bin halt großer Freund, dass wenn dann komplett himmlisch, dann auch wirklich, aber richtig, aber sowas von. Ja, wir brauchen also halt auch Stacks, ne? Soll heißen, Verdorbenheitsstacks ist eine ganz gute Möglichkeit, um halt hier an noch ein bisschen mehr Zustandsschaden zu kommen. Die Skillung sieht wie folgt aus. Ihr schafft beim Ausweichen eine Bombe, wenn wir Infight sind, das ist in Ordnung. Verkrüppelt Gegner, die ihr trefft, während sie sich unter der Lebenspunkteschwelle befindet, ist stärker, als man das vielleicht vermutet. Da gibt es auch noch eine Alternative. Man kann auch stärkendes Adrenalin nehmen. Bei nicht maximaler Ausdauer haltet ihr einen Schadensbonus. Warum? Weil die Verkrüppelung können wir halt auch recht häufig mit Elixier F auf den Gegner auftragen. Es ist nicht so wichtig. Also im PvP-Kampf den Gegner zu verkrüppeln, ist zwar ganz super, aber ihr müsst ihn dann halt auch immer konstant treffen. Es kann besser sein, stärkendes Adrenalin mitzunehmen, weil ihr maximale Ausdauer habt, der nieder sau viel ausweichen wollt und sehr mobil sein wollt. Da sind 5% mehr Schaden, eine ganze Menge Zeug, aber ansonsten Verkrüppelung kann man gerne mitnehmen. Müsst ihr euch im Klaren sein, hat halt auch nur 15 Sekunden wieder Aufladezeit. Soll heißen, man hat nicht Dauerverkrüppelung auf dem Gegner. Ich bin deswegen ganz großer Freund von dem stärkenden Adrenalin. Dann Schusswaffen. Kritische Treffer haben eine Chance, Blutung zu verursachen. Das ist super. Unsere Autotech macht eh Blutung. Und dann haben wir noch mehr Blutung. Und mehr Blutung ist mehr Blutung ist mehr Blutung. Steigert die Reichweite von Gewehr, Pistolen, Harpunenschleudern und Elixierkanonenfähigkeiten. Und somit kommt die Elixierkanone auf eine stolze Zahl von 1200 in der Reichweite. Das ist ziemlich nett. Und die Pistolen halt immer auch eine 1000er Reichweite. Besser als gar nichts. Die Chance auf kritische Treffer ist bei Gegnern, die sich unter der Lebenspunkteschwelle befinden, erhöht. Das ist schön. Mehr Krit ist gut. Ihr erhaltet bei kritischen Treffern eine Chance, Eile zu erhalten, alle 5 Sekunden. Die Eile hält 6,5 Sekunden, also hat man, wenn man in Fight ist, eigentlich immer Dauereile. Weil wir treffen ja doch in so einer hohen Geschwindigkeit, dass man das eigentlich immer regelmäßig kriegt bei 50% Chance. Schaden beim Blut und Gegner, das erhöht, ist super, wir machen Blutung auf den Gegner. Erhöht Schaden für jeden Zustand auf dem Gegner, das ist gut, denn wir machen recht viele Zustände auf den Gegner. Also man kann so 5 Zustände auf dem Gegner schon eigentlich ganz gut covern. Wenn das jetzt nicht einer ist, der sie permanent runternehmen kann, dann müssen wir halt ein bisschen anders arbeiten oder notfalls weglaufen. Aber 5 Zustände auf dem Gegner, 5 mal 2, 10% Schadenserhöhung, nicht schlecht.
Trinkt Elixier B, wenn ihr getroffen werdet, während ihr euch in der Lebenspunkteschwelle befindet. Das ist nett, das nimmt man nebenbei noch mit. Es gibt Wut, Macht, Vergeltung und Eile. Und ich meine, Eile für 39 Sekunden. Das ist doch mal was. 75% Lebenspunkteschwelle erreicht man recht schnell. Das sind noch 19.000 Lebenspunkte, aber so viel haben wir jetzt auch nicht mit von unseren 25.000 hier. Wenn ihr Eile haltet, bekommt ihr außerdem Elan. Alle 5 Sekunden hält 6,5 Sekunden der Elan. Das ist sehr, 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 sehr nützlich, weil wir damit einfach mehr ausweichen können. 100% Ausdauerregeneration. Dieser Balken füllt sich schneller. Wir können ja dodgen, dodgen, dodgen ist wichtig. Es besteht die Chance, erlittene Zustände in Segen umzuwandeln. Alle 15 Sekunden verlieren wir also quasi einen Zustand, der in einen Segen umgewandelt wird. Jo, nice. Fügt zusätzlichen Schaden mit der Elixierkanone zu. 15% mehr Schaden mit der Elixierkanone nehmen wir doch mit. Verursacht zusätzlichen Schaden mit jedem aktiven Segen auf euch. Irgendwie so ein bisschen Segen wirken immer. Das sind dann mal 2-3% Schaden, wenn man in der Gruppe ist, auch mal wesentlich mehr. Zustandsdauer wird verringert, während ihr unter der Lebenspunkteschwelle seid. Das ist etwas, das nimmt man im 1 vs. 1 im World vs. World gerne mit. Man will nämlich dann diese ganzen Zustandsbomber ja auch ein bisschen austricksen können. Zustände können wir uns nur mit unserem Heilturm runternehmen. Soll heißen, irgendwann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Dieses große Problem lösen wir durch die automatisierte Antwort ganz gut. Im Notfall, wenn man sieht, man kommt eventuell auf einen Zustandsgegner zu, dann nimmt man hier das Elixier S raus und packt hier einfach Elixier C rein. Das verwandelt alle Zustände in zufällige Segen und die Werffähigkeiten macht das ähnlich auch nochmal. Aber ansonsten sollte man einfach vermeiden, Zustände draufzukriegen. Das kann man, indem man dodge, dodge, dodge. Man kann das auch rausnehmen, wenn man das nicht haben will. Man kann auch das hier wegnehmen. Man kann auch hier 2 Punkte verteilen. Und man kann hier Brennpulver mitnehmen, das kritische Treffer brennen verursachen. Das ist einfach eine Schadenserhöhung. Ich bin lieber safe. Schadenserhöhung ist aber auch gut und damit würde die Zustandsdauer ebenfalls nochmal erhöht werden. Wie spielt man das Ganze? Ja, eine richtige Eröffnung hat das nicht. Eine richtige rote hat es auch nicht, weil das sehr klassenabhängig ist. Ich verkrüpple immer ganz gerne erstmal den Gegner, damit er nicht so leicht an mich rankommt. Und dann mit der Autotech drauf, Schwäche und Blutung stacken. Ihr seht, das war jetzt nur ein Streiftreffer. Und dann, wenn die Gegner an einen rankommen, hat man halt die Möglichkeit, durch die Ausweichrolle und die Bombe, die man dahinter lässt, auch nochmal Schaden zu machen, ja? Das ist so bei einfachen Gegnern im PvE wirklich total easy, die spiket man einfach weg. Ansonsten will man natürlich alles raushauen, was man hat. Der Veteranenriese ist jetzt gerade nicht da, oder? Die portet sich zum Beispiel, oder doch? Nah genug dran. Bisschen vergiften, bisschen Säure fällt hin, dann noch die anderen Zustände alle drauf, Gift schön lange stacken lassen, wegschubsen, damit sie gar nicht erst angreifen kann. Dann soll sie in meine Schlickspur laufen. Ja, da hat sie sich auf die Nase gelegt. Und sie ist gar nicht großartig an uns rangekommen und wir haben jetzt ohne Probleme draufhauen können. Doch, die heißt ja wieder Ron-Riese. Wieder Ron-Riese. Hallo, Judo. Bisschen verkrüppeln bringt nicht so viel, aber ich kriege dadurch Eile nochmal mehr gestackt. Hier ein schönes Verkrüppelungsfeld rein. Dann stelle ich mich hier in mein Heilfeld. Es ist ein Lichtfeld. Wenn ich da durchschieße, entferne ich mir Zustände. Also, mit einem Glück quasi. Es ist halt ein Hybridbild, das ist nicht darauf ausgelegt, viel Schaden auf einmal zu drücken. Es ist mehr so eine Sache über Zeit. Oh, hier haben wir noch mehr Magen. Guck mal, hier frisst meine Elite. Oh, jetzt hat der Spektraldinger noch gepult. Na, das ist ja großartig. Dann stelle ich mich einfach mal hier hin. Ich wollte mein Heilfeld auf mich casten, danke. Oh, jetzt ist hier so ein bisschen alles beisammen. Ups. Wollte mal nicht eure Feld legen. Meinheit. Seht ihr, das eure Feld tickt nämlich ganz gut mit Schadenszahlen. Mache ich mich mal unsichtbar, damit ich mal mich in Ruhe hochheilen kann. So. Und jetzt kommt hier wieder das Säurefeld unter den Riesen. Das macht nämlich noch mit am meisten Schaden. Und jetzt blockiere ich mal diese ganzen dämlichen Giftschüsse von euch. Was habt ihr jetzt davon? Den kann ich leider nicht unterbrechen, aber die Viecher können unterbrechen. Dodgen! Raushüpfen. Man hält halt ziemlich viel aus, hat ziemlich viele Möglichkeiten, sich da wieder hochzuheilen. Kann ich dich da auch? Und ja, du bist auch hingefallen. Das ist lustig. Bubbles. Piu, 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 piu. So, nochmal heilen. Nochmal raushüpfen. Und da ist der Veterane kaputt. Jetzt können wir uns den Spektral-Scharmützler kümmern. Und immer darauf achten, volle Ausdauer, wenn man nicht haben. Wir wollen die Schadenserhöhung. Ey, das sind ja schon 2 hier. Hier trifft dich selber. Pock. Und jetzt noch wegschubsen. Jetzt schön hier noch unterbrechen. Dicke Felder drauf. Ein bisschen hochheilen.
in dem Heilfeld kriegen wir halt hier durch diese Auto-Attack ab und zu einen Zustandsentferner. Das ist halt auch ganz nett. Unsere Blutung tickt halt nicht so hoch, aber ne? Es ist die Schwäche, die hier zum größten Teil das Bild mit ausmacht. So, ich hoffe, diese kleine Demonstration hat euch gefallen. Es gibt noch eine Alternative. Dieses Bild kann man quasi auch als HGA, heißt das so? Wie war das nochmal? Wie hieß das nochmal? Ich sag's auch lieber auf Deutsch. Kann man auch als HGH in die Spielen Elixiere verleihen. Macht ein bisschen mehr mit Elixieren und ein bisschen auf Flammenwerfer noch teilweise mit. Da muss man allerdings dann die Traits rausnehmen, die hier Eile und Elan geben, damit das richtig funktioniert. Damit kann man auch noch arbeiten. Kann man Elixierkanone austauschen gegen Flammenwerfer, wenn Bedarf besteht. Ansonsten ist die Elixierkanone dann immer noch recht wirksam. Nur man kann es halt austauschen. Na, bei Elixierkanone macht Spaß, mir macht Spaß. Ich spiele ganz gerne so das Hybridbild mit. Das ist so meine Spielweise, die sich mir angrainiert hat. Das, was soll ich sagen? Ich kann nicht garantieren, dass das in irgendeiner Weise nicht milliardenfach besser spielbar ist. Das ist nur so, wie ich es spiele und wo ich mit Spaß mit habe. Sollte also der Fall sein, dass ihr da wieder immer Verbesserungsvorschläge habt, haut sie in die Kommentare. Was könnte man überarbeiten? Was könnte man noch verbessern? Wie könnte man da noch die Trades setzen? Und so weiter und so fort. Es geht aber darum, dass dieses Bild halt mit der Elixierkanone spielbar bleibt und halt auf himmlisch ausgelegt ist. Das ist also mein Ziel. Einen himmlischen Inji mit Elixierkanone. Als Alternative trage ich auch noch ganz gerne ein anderes Rüstungsset, und zwar meine Zähigkeit, Vitalitätszustands, Ratlosigkeit-Set der überlegenen Rune der Ratlosigkeit. Weil man doch ganz oft noch unterbrechen kann, aber so stark finde ich die Konfusion jetzt da auch nicht. Das spielt man dann eher mit Bomben. Da macht es ein bisschen mehr Spaß. Ja, ich, ne? Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Build Wars Video. Bis dahin. Bye, bye.